willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe jetzt das hier zu verlosen. Es geht los. Ich freue mich. Ihr habt vielleicht das Video gesehen, in dem ich dieses schöne Kräuterhexen-Journal vorgestellt habe. Und zwar zum dreijährigen Jubiläum von der lieben Jessie, die dieses wunderschöne Designpapier hier hergestellt hat. Ja, ich mache jetzt kein komplettes Flipthrough, weil das hatten wir schon, ne? Leute. Ich werde jetzt verlosen dürfen. So, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Hier gibt's ab und zu mal was zu verlosen. Natürlich nicht immer gleich ein ganzes Junk Journal. Vielleicht. Also ich habe demnächst noch mal wieder was, aber ich verrate noch nicht mehr. Nun ist es soweit. Das Kräuterhexen Journal. Ich muss es dann leider aus der Hand geben. Dennoch weiß ich, dass jemand aus diesem Lostopf es gewinnen wird, der das in Ehren hält und weiter bastelt. Weitermachen. Warum ist denn das hier so bläulich? Ja, das ist Cadence Glow Farbe. Und zwar, wenn man das ein bisschen ins Helle gelegt hat, leuchtet das gute Stück im Dunkeln. Das ist sehr spannend. Ich habe das erste Mal mit dieser Farbe rumexperimentiert, bevor ich das hier benutzt habe. Und es funktioniert. Es ist ein leichter Glow, ne? Also das leuchtet jetzt nicht taghell. Könnt es nicht als Leselampe benutzen. Aber es ist auf jeden Fall sehr mystisch. So, nicht so lange schnacken. Mal losen. Ich habe hier, ne? Sieben Zettelchen. Sieben Kommentare sind rechtzeitig eingegangen, haben den Anforderungen entsprochen. Und ich muss jetzt nochmal sagen, liebe Bastelfee 1, 2, 3, ich musste dich hier leider aussortieren. Aber nicht, weil du nicht den Kommentaren, also nicht den Regeln entsprochen hast, sondern weil du bei Dani schon das tolle Piratenjournal gewonnen hast. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Nur, wir haben Kommentarschar, die wir hier bekommen. Und da wollen wir den anderen gerne auch einfach die Möglichkeit geben zu gewinnen. Und du hast ja auch schon das Kracher-Journal bekommen von Dani. Ja, vielleicht ist es ja sogar schon bei dir, ne? Also Dani hat es ziemlich schnell verschicken. Wer weiß. So. Sieben Zettelchen sind hier reingehüpft. Ursprünglich wollte ich eigentlich meine Tochter einspannen, hier eine Nummer zu sagen, dass ich die quasi so auslose. Die ist aber noch so beschädigt von ihrer Klassenfahrt, dass ich sie jetzt hier rauslasse und das einfach ganz klassisch, so wie Dani das auch gemacht hat, mit Zettelchen mache. Also ich weiß nicht, was wo ist. Ne? Ich habe die Zettel alle gleich groß geschnitten, alle gleich gefaltet. Keine Markierung, kein irgendwas. Mal abgesehen davon, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich von denen, die mitgemacht haben, hier wirklich jemanden persönlich kenne. Müsste ich bei der nächsten Convention nochmal fragen, ob ich da vielleicht jemanden kenne und noch nicht mit dem Namen zugeordnet habe hier bei YouTube. So, nichtsdestotrotz, jetzt wird's spannend. So, gemischt. Schaut mir in die Augen, damit ich jetzt nicht sehe, was ich ziehe. Ich habe jetzt hier ein Zettelchen rausgezogen. Und gewonnen hat Elke Emanuel 6268. Oder 6282. 6268. Und da frage ich mich tatsächlich, lieber Elke, hast du einen YouTube-Account mit deinem Mann zusammen? Also Elke und Emanuel, einer Baujahr 62, einer Baujahr 68, meine Interpretation. Oder ist das dein voller Name und du hast eine Fantasiezahl dahinter gesetzt? Da wäre ich mir echt gespannt auf die Antwort. Das ist ein kleines süßes Mysterium. Ja, lieber Elke, du hast dieses Journal gewonnen. Dieses wunderschöne Hexenjournal, was ich eigentlich auch gerne behalten hätte. Ja, du hast es gewonnen und ich schicke es dir sehr gerne zu. Dafür musst du Folgendes tun. Du musst mir eine E-Mail schreiben. Und zwar an varayalovespaper, alles in einem Wort, @gmail.com. Also gmail.com. Wenn du mir die E-Mail schreibst und mir dann deine Adresse mitteilst, dann werde ich dir dieses Journal hier hübsch verpackt schicken. Es wäre nicht schlecht, wenn du das zügig machst. Ich fahre nämlich die nächsten Tage in Urlaub. Also nächste Woche. Dementsprechend, wenn du das jetzt siehst, ne, heute ist Sonntag. Sonntag, der 29.09. Schreib mir so schnell es dir möglich ist. Wenn du mir nämlich etwas verzögert schreibst, du kriegst das Journal auf jeden Fall. Es sei denn, du meldest dich jetzt irgendwie 4 Wochen lang nicht, dann muss ich das nochmal verlosen. Aber ich gehe davon aus, dass du das schaust, da du mitgemacht hast. Schreib mir zügig, dann kriegst du es noch vor meinem Urlaub. Wirst du das ein bisschen vertrödeln und mir erst irgendwie Mittwoch schreiben oder so, dann kann ich es nicht mehr verschicken. Dann kriegst du das eine Woche später.
Aber auch dann Christus. Ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn. Das hier ist jetzt deins, noch nicht in deinen Händen, aber hoffentlich bald. So, und alle anderen 6, die hier übrig sind, wer weiß, vielleicht hüpft er ja auch in den Lostopf für Ulrikes Journal, was ja hier auch noch bei mir liegt. Dieses werde ich nämlich auch gleich noch verlosen. Das Video kommt dann am Sonntagabend raus. Ja, und ja, wer weiß, vielleicht ist ja einer von diesen 6 hier mit dabei. Ne, ich lass die Zettelchen mal übrig, ich mache die gleich nochmal auf. Und guck mal, ob ihr dort auch kommentiert habt. Und falls ihr da auch kein Glück gehabt habt bei der nächsten Verlosung, die Efi wird ihr Journal dann auch verlosen. Also das wird auch noch ein paar Tage dauern. Ja, und dann ist der Zauber vorerst vorbei. Aber das hat uns so einen Riesenspaß gemacht, dass ich sehr gut glaube, dass wir das wieder machen werden. Ja, so, ich bin jetzt happy. Ich kann eine Junk Journal Begeisterte hier ein bisschen glücklich machen mit einem Hexenjournal oder einem Kräuterhexenjournal, besser gesagt. Und mein Tag ist damit fein und ich freue mich sehr. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß an euren Basteltischen und sag mal, bis demnächst in diesem Kino.